Woran erkennt man minderwertige bzw. billige Erde? Nun, als erstes tatsächlich an dem Preis. Diesen Sack mit 20 Liter Füllmenge habe ich für 1,57 Euro im Supermarkt gekauft. Erde aus dem Baumarkt kostet mehr als das Doppelte. Zu den Inhaltsstoffen. Torf haben leider fast alle drin und es ist auch schwierig, diesen zu ersetzen. Die Nährstoffe in dieser Erde sind sehr inhomogen verteilt. Dazu kommt, dass große Teile organische Abfälle, also Kompost, enthalten sind. Nichts Schlechtes, jedoch sind diese Bestandteile sehr grob. Sogar so grob, dass man noch die Büsche erkennen kann. Naja, so grob nun auch wieder nicht. Zum Schluss kommt noch das Wichtigste. Die Erde ist am Kochen. Durch eine schlechte, lange Lagerung und Ausgangsqualität ist die Erde sehr aktiv geworden. Das heißt, dass der mineralische Dünger schon stark umgesetzt wird, aber keine Pflanzen vorhanden sind, die diesen aufnehmen kann. Was wiederum bedeutet, dass der Salzgehalt, der eh schon bei 2,6 Gramm pro Liter liegt, weiterhin steigt. Empfindliche Pflanzen können verbrennen oder im Wuchs stark gehemmt werden. Des Weiteren wird die organische Substanz schon stark zersetzt und damit verliert die Erde an Struktur. Also, preiswerte Erde ist mit Vorsicht zu genießen. Erde.